Leuten, die nicht nur mir stehen wollten, sondern auch mit meinen Gesprächspartnern. Mein weitestes QSO war ungefähr 300 Kilometer. Ich bin vom Harz also an die Nordseeküste gekommen, Jadebusen, Cuxhaven, Bremerhaven, Hamburg, ich drehe jetzt mal so einen Kreis nach Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin habe ich erreicht, natürlich Magdeburg, natürlich den Thüringer Wald, aber auch mehrmals und auch Kassel. Ja gut, Kassel ist von hier nicht ganz so weit weg. Aber ich habe hier irgendwie 4 Seiten Logbuch geschrieben. Ich werde das alles nochmal ein bisschen weiter aufschreiben und auch ins Forum reinschreiben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war teilweise ja recht anstrengend. Ja gut, aber hat viel Spaß gemacht. Jawohl. Joachim, ich war ein bisschen abgelenkt, sorry. Ich hören konnte, mit denen ich aber letztendlich keine
USO fahren konnte wegen des auf FSB S3 QRM-Levels. Ja, da war das echt schwierig und es tut mir außerordentlich leid, dass die eine oder andere Station da nicht von mir aufgenommen werden konnte. Sonst wäre natürlich noch wesentlich mehr los gewesen. Allerdings hätte ich dann auch eine Sekretärin gebraucht, die mitschreibt, denn das war auch so schon grenzwertig. Ne? Ja, hat mir Spaß gemacht, Joachim, und ich muss mal schauen hier, was mit dem QDA los ist, ob der verbrannt ist für die Zukunft oder was da passiert. Ja, ne? Also Mikrofon zu dir zurück und ich bin natürlich dann wieder auf der 30 nochmal, falls dann auch die eine oder andere Station nach mir rufen möchte. Ich kann das nicht sagen, ich kann da gar nichts dazu sagen. Also ich habe die Station habe ich hier gelockt mit QDH. Ich würde aber eher sagen, dass die Stationen, die meisten Stationen hier von der Verteilung hier zwischen 150 und 230 Kilometer liegen. Ein Ausreißer nach oben war nicht dabei, wie gesagt, weil es einfach nicht möglich ist, Signale unter S3 hier auszulesen. Das hat leider den Spaß gekrückt. X-Mal, bitte, X-Mal. Ja, okay. Da steckt schon hier drin. Ja. Alles klar, Christian, danke. Und man wird sich sicherlich nachher nochmal hören. Ja, für die, die es interessiert, nochmal, der Christian ist dann wieder auf dem Kanal 30 auf USB zu hören, laut Schwarz-Weiß. So, last but not least haben wir noch den Pinsel und die Benny 01 in Thüringen. Den Pinsel lasse ich jetzt mal außen vor, weil der hat es zu spät gelesen. Er hat auch kein Protokoll geführt, so wie es aussieht. Der hört es womöglich uns aber zu. Dann Frank, falls du uns zuhörst, ich gebe mir jetzt mal nicht Mike, sondern sage einfach liebe Grüße nach Meckbom da hoch in die Ruhner Berge. Und danke, dass du dich da mit eingebracht hast. So, dann rufe ich mal Thüringen, den Benny 01, Mike Kilo. Die Jungs da, die auf 12 waren, auf USB, da habe ich zwischendurch auch mal reingehört, da war ja auch wahnsinnig was los. So, Mike nach Thüringen. Geht's mal mit der QX. Schöne Verbindungen, insgesamt glaube ich, sind auf Berlin zu 83 Stück. So gut wie wir mitschreiben konnten, weil es ging ja nicht drunter und drüber, jawohl, aber es war sehr schön, hat Spaß gemacht und die beiden Verbindungen waren in Kremlin, der Michael an der Ostseeküste, der hat uns mal kurz direkt gehört und der Rest übers Bett, aber das war somit mal aus der Kotz gehört, die beiden Verbindungen. Ah, den kenne ich natürlich auch persönlich, der ist ein lieber Funkfreund, der Michael, ne? Den habe ich ja auch schon öfter visuell gesehen. Ne? Super, dann freut mich, Benny, dass ihr auch Spaß hattet. Dann sagen wir mal in die Runde zu allen, die hier noch zuhören. Ich bin noch ein bisschen standby, falls jemand noch Fragen oder Anmerkungen hat, gerne. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass jeder von der teilnehmenden Kopfstation nochmal zurückgeht auf den Ursprungskanal, wo sie gerade war. Ne? Also kurz im Schnelldurchgang. Auf 26, 14, 33, 7, 5, 30 und 12, jeweils auf USB nur, dürfte nochmal weiterhin Betrieb sein. Ja? So, vielen Dank an alle, vielen Dank auch nochmal nach Thüringen hoch zum Benni. Ich lasse mal ein und sage euch, wünsche euch einen schönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund und dann das Berg auch noch die Bundesstadt auch im März, wird ja auch